08. Warum steht denn da eine 0 davor? 8. Vielleicht meinen die einfach nur 8, 1, 6 und dahinter kommt halt 0 oder so. Okay, 8. Wie drehe ich denn? W. 8. 8, 1. Oh. Warte mal. Also. 8. 1. 6. Warum ist da unten ein Pfeil? Ich versuch's mal andersrum. Also 6, 1, 8. Es ist 0:58 Uhr. Ich bin viel zu müde für sowas, ey. Okay, da unten, also der obere Pfeil ist ja das da oben, das sieht man ja. Dann ist da aber, sieht man das? Warte, ich muss mal. Da, voll schön, das ist spiegelverkehrt. Nein, auch nicht. Ich dachte, ich hätte was Cooles entdeckt oder so, aber. Obwohl. Sah aus wie 80, 10, nur die 6 war falsch. Warte mal, die 8 ist eine Zahl, die, egal wie man sie dreht und wendet, kann man sie lesen. Die 1, so wie sie geschrieben wurde, nur mit dem Strich, auch. Ah, Mann. Aber, also, ich weiß, ihr habt spiegelverkehrt, aber, warte, hier, wo ist es? Hä, warum kann man das denn jetzt nicht lesen? Tippfinger im Weg. Ah, egal, es sieht auf jeden Fall aus wie 90, 10, 80. Schade, ich dachte, ich wäre schlau. Das ist ein Pfeil unten. Ich guck's nochmal an. Okay. Wenn ich jetzt nochmal S drücke. Oh, es dreht sich mal. Okay, wenn der Pfeil andeutet, dass das das sein soll, dann ist es vielleicht 80, 10, 60, aber also, das ist viel zu abstrus, kann nicht sein, echt nicht. E 80, 10, 10, 60. Ach nein, Quatsch. Ich meine 08. Das macht Sinn. Dann muss aber die 90 sieht aus wie eine 06. Es war eigentlich einfach. Hallo, wie kriege ich denn? Schlüssel zur Polizeiwache F3. Ein Schlüssel für den dritten Stock der Polizeiwache. Oh Gott. Ach, ist eine Pflanze. Ich dachte, das wäre der Arm. Ich dachte so, hey, ich sehe dich schon. Aber Moment. Also, hallo? Ich will hier erstmal rausgehen, weil da geht es irgendwie noch weiter. Wahrscheinlich auch nur 5 mm, aber egal. Achso.
Ich bin nur so langsam, okay. 10.000. Ich kann. Da oben flimmert irgendwas. Seht ihr das links oben in der Ecke? Das ist meine Maus. Wieso flimmert die? Schon wieder. Was? Ich will mal Q drücken zum Lehnen. Schraubendreher. Ein Werkzeug für festsitzende oder lockere Schrauben. Da unten war ja dieses Metallgitter. Ja. Wag es nicht. Pupsi, wag es nicht. Ich hab dich echt gern, aber wag es nicht. Auch wenn du vorhin unfair gespielt hast. Du hast mich gar nicht sehen können. Und hast mich immer gehauen. Kommt es echt vor, als ob wir langsamer laufen als davor. Oh, ich will die Mütze haben. Warte, wer sitzt hier? Police Elsie. Natapol Homchampa. Police Sergeant Sombat Pachsei. Und hier. Police Lieutenant Rungarun Saitongnam. Saitongnam. Verschluckt man sich fast die Zunge dabei. Spricht man bestimmt auch ganz anders aus. Aber ich kann es nicht besser. Also lasse ich es. Dreh doch bitte noch langsamer. Ich drehe auch mal so die Schrauben raus. So, tö, 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 ja, wo? Warum soll ich jetzt hier lang gehen? Hier war doch der Kackende. Ich habe die Tür offen gelassen, damit es lüftet, ja? Hallo? Bin echt so ein Schisser, das ist der Wahnsinn. Dabei ist das Spiel an sich, ich meine, es ist super toll, es ist jetzt wirklich nicht negativ gemeint, aber das Spiel ist gar nicht so schlimm, wie ich tue. Oder wie man generell bei Horror tut, oder ich zumindest. Und das ist bei keinem Spiel so. Und diese Maus echt, seitdem ich es gesehen habe, sehe ich es immer. Ja, ich nehme es alles zurück. Aber das viel, viel schlimmer ist, alles, was man sich einbildet oder wovor man Angst hat, das passiert, obwohl es dann gar nicht passiert. Weil es passiert eh dann, wenn man nicht rechnet damit und gut Deutsch und ich gehe da jetzt einfach rein. Hallo? So, Jane? Jane! Jane! Spring doch da drüber, zieh die Tische weg. Ja, selbst schuld, du Rambammel. Ist das Jane? Folge ihr. Wie soll ich ihr denn folgen, wenn der Depp so doof ist? Voll süß gemacht. Police Lieutenant Cole. Keine Ahnung. Prayut Chantra. Cole. Irgendein Chef halt auf jeden Fall. Aber ich kenne mich damit leider nicht so aus. Ja, Urkunden, Urkunden. Schön. Kann ich nicht lesen. Wieso leuchtet die? Ach, das Gold. Janes Tagebuch am 4. Mai 2013. Die rennt hier überall rum und lässt die Sachen da liegen. Typisch Frau, echt. Vorderseite. Jedes Mal, wenn ich mich hinlegte, fand ich mich in diesem fremden Ort immer und immer wieder. Ich denke, dass das Schlafmittel möglicherweise mir durch die Nacht helfen kann und mich davon abhält, diesen gruseligen Albtraum anzusehen. Rückseite. Es müssen sicherlich die Ratten im Treppenschrank Es muss sicherlich Ratten im Treppenschrank geben, wo der Lärm herkommt. Wenn ihr dies weiterhin tut, landet ihr in einer Mausefalle. Ich schwöre. Ey, macht das nicht, sonst gibt's Ärger mit mir, ja? Ist kein Recht, die zu töten. Hallo? Command and Control Operation Center. Okay. Ich würde das alles gerne lesen können. Wieso kann ich kein Thailändisch? Was ist hier? Mann, ich will Thailändisch können.
Ich bin nur noch Englisch, Französisch, Spanische und deutsche Filme. Plan zur Verhaftung von Motorraddieben. Wahrscheinlich von den speziellen Motorraddieben und nicht generell einen Plan dafür. Bist du der Sohn? Bist du der Sohn? Fragezeichen. Also. Du hast einen coolen Bart. Haben Thailänder so einen krassen Bartwuchs? Wusste ich gar nicht. Also einen. Irgendwas. Irgendwen kennen sie noch nicht. Der kommt jetzt aber nicht wieder, der. Nee, hier ist nichts zum Verstehen. Was ist das denn? Ich dachte, es wäre ein Gesicht, oh Gott. Es wäre voll schlimm, um zu sehen, wenn jemand da hingeht oder da lang geht, wo wir herkamen oder so. Wo ist. Wo kommt das her? Ach, hier. Aber was war das? Du kannst doch da durchlaufen. Also da drüber klettern. Please call 02650. If you have seen anyone suspicious, the line will be available 24 hours a day. This is Seesuk Pongsuat reporting. Bericht von Yasothorn Polizei Radiostation. Aktuell ist der Report von Rundfunkstation Yasothorn Provinz Bereich über die Jagd nach Herrn Pichai Manapaibun. Angeklagte der Motorraddiebstahl. Pichai läuft in einen LKW, führte zu einer scharfen Stahl, die durch sein linkes Auge eingedrungen ist. Herrn Pichai war auf der Stelle tot ausgeprägt. Die Polizisten sammeln im Moment alle Beweise zur weiteren Untersuchung. Es gibt noch ein paar Rennfahrer, die auf der Flucht sind. Wenn Sie jemanden Verdächtigen gesehen haben, bitte rufen Sie 026508XXX an. Rund um die Uhr. Ende des Berichts. Sisuk Pongsawat berichtet. Es gibt da so ein Pupsi, der hat nur ein Auge. Just saying. Und es geht die ganze Zeit um die Leute. Wahrscheinlich sind die kleinen Viecher irgendwie die Motorradgang und der Typ ist der Anführer, der Sohn. Der Pichai. Der Chaiti Latte. Ich mag Chaiti Latte. Oh, hab ich lange nicht. Oh, ja! Oh, ich glaube, ich kaufe mir morgen Chaiti Latte. Das ist das Beste im Winter und im Herbst, wenn es kalt ist. Ja. Übrigens spielen wir ein Horrorspiel. Wir können aber auch darüber reden, was ich für eine Einkaufsliste brauche. Ich komme gleich. So. Hallo? Ich dachte, ich komme da in den Raum rein. Ach, komme ich auch so? Na dann. Kommt da jetzt was durch? Das wäre echt eklig. Das wäre genau das, was ich meinte. Von wegen da, wo wir herkamen, läuft einer. Oh Gott. Hey, hier war ich auch noch nicht drin. Doch. Doch, doch. Wow, Orientierungssinn. Ich weiß, ich muss das Ding da benutzen, aber. Hä? Fall nicht zu, Tür, bitte. Ah, ich bin. Ah, okay, krass. Oh, nee. Bitte nichts mit verfolgen und außen rumlaufen. Bitte nicht, ich habe ein Outlast-Trauma. Bitte. Also, falls es so sein wird, werde ich das nicht mehr heute machen. Es ist schon 1 Uhr 11. 1, 1, 1. Gott sei Dank ist die Alte nicht da. Ach, das geht ganz runter. Oh. Ich bin ein Technik-Mechaniker-Wunder. Ich kann das. Ich habe an so vielen Baustellen schon gearbeitet. Ich kenne mich mit Kränen aus. Da, wow. Hallo? Falls da jemand oben ist, kannst du vielleicht da auf den Knopf drücken? War ja wieder klar. Die sind nur dazu da, um zu nerven, weißt du? Mal irgendwie Gefälligkeiten oder so können die nicht. Weh, du kommst da hinten raus. Ja, alles gut. Nix. Wir gehen da jetzt einfach wieder runter und alles ist gut, ja?
Ja, sag ich doch, alles ist gut. Oh, mein Herz. Bitte nicht runterfallen. Na toll, danke. Danke, Spiel. Wirklich danke. Ich hab den. Ich mag ihn schon. Er ist echt eigentlich süß, aber. Oh Gott, der rennt hier lang. Oh oh. Nee, nee. In der kurzen Zeit soll ich da zum nächsten laufen. Ey, du bist doch. Du bist echt gemein, Spiel, ne? Okay, wenn er nach da guckt, kann ich in der Zeit nach da. Okay, jetzt guckt er noch da drüben. Oder auch nicht, hä? Okay, das war jetzt. Ich weiß immer noch nicht, wie das ist, ob er mich sieht, wenn ich ihn, also ob ich das Auge verdecken muss oder ob das gar nicht so gemacht ist vom Spiel, sondern dass ich verdeckt sein muss. Ich habe keine Ahnung. Was ich nicht sehe, kann mich nicht umbringen. Das ist mein Motto gerade. Ach, ich kann mich ja runtersetzen, stimmt. Das Problem ist jetzt nur, okay, er guckt gerade nach da. Nein, 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 nein. Ich hoffe, es hat jetzt gespeichert. Ich werde jetzt auf jeden Fall aufhören, weil es ist Viertel nach eins. Und ja, das sollte jetzt erstmal reichen. Glaube ich. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch schneide und morgen gleich hochlade. Eigentlich kann ich. Egal. Mal gucken. Vielleicht mache ich es auch morgen. Es ändert sich eh nichts. Entweder ich lade es morgen hoch oder morgen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Und. Bis jetzt ist es toll. Ich liebe es. Es ist. Du hast die ganze Zeit freie Zeit. Du hast die ganze Zeit freie Zeit, ja. Du hast die ganze Zeit irgendwie Freiraum, dass du rumlaufen kannst. Und dann kommen trotzdem Jumpscares. Aber dir wird nichts getan. Und hast deswegen eigentlich spielerisch Ruhe. Herzlich gesehen. Herzlich vor allem. Eher nicht so. Aber. Dann kommen halt wieder diese Dinger, wo man da durchsneaken muss. Und ja, ich finde, das ist eine gute Balance, im Gegensatz zu Outlast zum Beispiel. Weil da hat mir diese Ruhe gefehlt, dass man sich auch mal in Ruhe umgucken konnte und Sachen lesen und aufheben und die deutsche Übersetzung genießen, ja. Auf jeden Fall, ich finde es echt gut gemacht bis jetzt. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber ganz ehrlich, ich habe auch nichts anderes von thailändischem Horror erwartet, weil. Ich weiß nicht. Thailänder, Japaner und Südkoreaner haben irgendwie eine Affinität zu Horror, glaube ich. Ich weiß auch nicht. Die scheinen echt. Ich weiß nicht, ob die
irgendwie psychisch krankhaft oder so sind. So viele davon und so, dass sie sich sowas überlegen können. Aber warum können das die Deutschen zum Beispiel nicht? Oder die Amerikaner oder die Russen? Oder sonst wer. Aber ich liebe sie dafür. Ich liebe sie wirklich dafür. Schaut euch Death Bell an. Das ist ein sehr guter südkoreanischer Horrorfilm. Ja. Und irgendein anderer noch, aber den Namen weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und bis gleich oder bis zur nächsten Folge. Tschüss!